Okay, willkommen, willkommen nach den Feierlichkeiten hier zu einer weiteren Episode der kompromisslosen Verbindung mit ihm. Wie geht es dir? Alles gut? Hast du überlebt? Voll. Hallo, super, hallo. Fast nicht. Ja, schön, schön, schön. Ja, das Licht ist ewig leuchtend, nicht wahr? So. Hat nichts mit irgendwas mit Körper und der Welt zu tun. Wo wir uns ja befinden, auch in diesen letzten Lektionen, die ja eine Lektion ist, 361 bis 365. Und Jesus gibt uns da ja auch eine Einleitung, das als die letzten Lektionen bezeichnet wird. Und in dieser Einleitung wird etwas angesprochen, was wir vielleicht heute so aus persönlicher Erfahrung auch teilen können. Und zwar spricht hier diesen einen einzigen Weg an, der natürlich das Ergebnis ist der Vergebung. Er spricht davon, dass es der Weg ist, der Frieden oder was immer für eine Qualität Gottes wir in unserem Geist haben, die von ihm kommt. Und er spricht in dem Zusammenhang vom Ende. Und vielleicht das ist ein Punkt, den wir uns genauer auch anschauen können, weil dieses Ende des kleinen Traumes, dieses Ende der Ego-Denkweise, dieses Ende, eine begrenzte Welt zu sehen, eine Welt, in der sozusagen das Böse regiert, ne? Das Ego regiert, hat sein Ende. Und so, er spricht zwar darüber, dass es anscheinend sehr fern ist, aber in Wirklichkeit schon jetzt da ist. Und hier sind die Aussagen, mit denen er möchte, dass wir diese Idee begegnen. Weil, wie wir diese Idee begegnen, macht es den Unterschied, ob gesehen wird, dass ein Kurs in Wundern das Tor zu einer Sekte ist oder tatsächlich die Entsprechung des Wortes Gottes und wirklich nichts anderes ist, als was bereits der historische Jesus von Nazareth vor 2000 Jahren versucht hat, seinen Jüngern bzw. der Welt zu lehren. Und der Unterschied liegt eben darin, ob wir ganz individuell im Geist mit Angst auf dieses Ende einer begrenzten Wahrnehmung reagieren oder bereits so weit in unserem Geist es eröffnen erlaubt haben, dass wir dies nicht nur freudig empfangen, sondern ganz klar aus unserer eigenen Erfahrung erkennen und unterstützen können. Das heißt, wir können dazu ja sagen, da hatte ich einen Funken von Erfahrung, dass in Wirklichkeit überhaupt keine Welt da ist, dass die Welt, wie ich sie wahrgenommen habe, für einen Moment kollabiert ist in mir und ich eine neue, eine ganz andere Realität erfahren durfte, die nichts mehr mit meinen Vorstellungen oder mit meinem vergangenen Lernen zu tun hat. Und hier sind die Sätze, die er uns jetzt mitgibt, damit dies nicht mehr mit der Angst begegnet werden muss. Lass uns gemeinsam dem Weg folgen, diesem Weg, diesem einen einzigen Weg. Lass uns das mal gemeinsam machen. Da ist nicht viel Unterschied zum etablierten Christentum oder was immer für eine Religion. Jeder bietet an, gemeinsam einen Weg zu beschreiten. Und er geht weiter, indem er uns klar macht, dass dieser Weg, das ist am Ende des zweiten Absatzes, den uns die Wahrheit weist. Dieser Weg muss von der Wahrheit gewiesen werden, nicht von anderen konzeptionell spirituellen Ideen oder philosophischen Ideen, sondern von der Wahrheit, von der einen einzigen Wahrheit. Und lass uns, hier gibt er einen Sinn und Zweck vor, wie das sich setzen kann, wenn es so gehandhabt wird. Und er verwendet das Wort Anführer oder Führende
Lass uns die Führenden sein, die Anführer sein für unsere vielen Brüder, die den Weg suchen, ihn jedoch nicht finden. So, du brauchst kein Führer, ich brauche kein Führender sein für die Brüder, die den Weg bereits gefunden haben, die bereits mit mir in dieser Klarheit, in dieser Erkenntnis der Wahrheit stehen. Ich bin kein Führender für dich, noch für irgendjemanden, vor der in meinem Geist bereits dieses Commitment, dieses Ja hat. Ja, ich habe auch eine Erfahrung gehabt. Ich habe auch etwas erkannt, was nicht von dieser Welt ist. Und ich spüre bereits diese Motivation, dies zu teilen und weiterzugeben, egal in welcher Form. Die meisten Formen sind persönliche Gespräche. Und lass uns unseren Geist diesem Zweck hingeben, indem wir all unsere Gedanken darauf richten, der Funktion der Erlösung zu dienen. So, das heißt, die Funktion der Erlösung geht wieder zu mir selber zurück, zum Annehmen meiner eigenen Funktion, die Vergebung ist. Vergebung und Erlösung sind dasselbe und erlaube, dass hier kein Gedanke mehr übrig bleibt, der mich auf der Zeitlinie in Trennung, im Schmerz, im Leiden, im Sehen belässt von etwas, was von mir getrennt wäre oder es überhaupt sein könnte. Uns ist das Ziel gegeben, der Welt zu vergeben. Das ist, was uns gegeben wurde. Ich kann der Welt vergeben, wenn ich natürlich begonnen habe, mir selbst zu vergeben, meiner eigenen Interpretation, meiner Wahrnehmung zu vergeben. Wenn ich selber entlang gehe, wie mit dieser Geistesschulung, und mir sagen kann, so wie ich die Dinge jetzt sehe, beurteile, einordne und handhabe, sodass sie mir zugunsten sind, ist nicht das wahre Sehen. So wie ich bereit bin, diese Wahrnehmung auf den Prüfstein zu legen, dem Heiligen Geist für eine neue Wahrnehmung zu übergeben, wie mir reinkommt und gezeigt wird, dass es tatsächlich immer nur um einen einzigen Gedanken geht, um eine einzige Ausrichtung geht, die Ausrichtung auf Gott, der Gedanke der Liebe selbst, bin ich in einer Gewissheit, dass ich diese Aktion der Selbstvergebung erlaube, für mich annehme und erlebe. Und dies ist die Basis, dass ich jetzt hergehen kann und sagen kann, das kann ich auch mit dir machen. Das kann ich auch mit den Palästinensern und Israelis machen. Das kann ich mit den Russen und den Ukrainern machen. Das kann ich mit jedem meiner Aspekte, die ich da draußen gehalten habe, im Krieg mit ihnen selbst, dass er der Krieg mit meinem Selbst reflektierte, ebenso anwenden. Deswegen ist Vergebung absolut eine Notwendigkeit für die Selbsterkenntnis, um zu erkennen, wer ich wirklich bin. Es gibt keinen anderen Weg als Vergebung. Wir können andere Worte dazu verwenden, ob es jetzt Transformation ist, ob es Erlösung ist, ob ich sage, ich erlaube eine totale Umwandlung meines Geistes. Das sind alles nur andere Worte. Ob es selbst das Wort Erwachen ist, klingt eigentlich nur hier ein und entspricht genau dieser Aktion, eine neue Wahrnehmung zu eröffnen, einen neuen Gedanken zu eröffnen, der nicht mehr Begrenzung hat, der kein Ende hat, der aber auch keinen Anfang hatte. Ein Gedanke, der erkannt wird, dass er immer schon da war und sich buchstäblich in die Ewigkeit ausdehnt, in die Zeitlosigkeit ausdehnt. Und darin stehen wir gemeinsam. Und so wie er dann weiter sagt, es ist das Ziel, das Gott uns gab. Dieses Ziel kommt von Gottes Plan zur Erlösung meiner selbst, deiner selbst. Und dieses Ziel sehen wir jetzt klarer und klarer und klarer, auch durch unsere Zusammenkünfte. Und brauchen keine Angst mehr davor haben, dass hier etwas angeboten wird, was in dem Sinne eine Idee des Antichristen
entsprechen würde und Gott verleugnen würde, ne? Sondern es ist eine absolute Idee, was wir in Gottes Geist erkennen und auch erfahren. In Gottes Geist ist nicht ein Gedanke von etwas Getrenntem von ihm und hat Existenz. In Gottes Geist gibt es nicht Körper und eine Welt, die bedeutungslose Dinge machen. In Gottes Geist finden wir nur das vor, was als ewiger einer Gedanke, als einzig heilender Gedanke in uns in einer Miniatur hier in Raumzeit erfahrbar wird, aber im Geist sich bereits eröffnet hat, offenbart hat buchstäblich. Und genau das bestätigt, was jetzt Christus Jesus auch schon vor 2000 Jahren in seiner Offenbarung und in seiner Auferstehung demonstriert hat, die wir eigentlich in der Verbindung, im Wiedererfahren erkennen, dass es auch damals schon unsere eigene war. Nur hat es eine Idee des Zeitverlaufes gegeben, der jetzt auch aufgehoben wird und erkannt wird, dass auch diese Idee einer verlaufenden Zeit absolut nur ein Kinderspielzeug war, dass in Wirklichkeit Zeit nicht vergangen ist. Diese 2000 Jahre waren in Wirklichkeit auch selbst in der Evolution des menschlichen Geistes ein Augenzwinkern. Und das, was geglaubt wird, was als lange Zeit vergangen ist, kann sehr gut erinnert werden. Und dazu kommen wir zusammen. Und das ist der Grund, warum wir hier eine Ausrichtung und auch eine Stimme erlauben, die von außerhalb von Raum und Zeit kommt, um diese Ausrichtung und dieses Annehmen, dass Zeit in Wirklichkeit keine Rolle spielt, weil ich es in diesem jetzigen Moment erkenne und als die Wahrheit in meinem eigenen Geist reflektieren sehe, sehe, dass das das Einzige ist, was mich jemals in Frieden, in Liebe, in Glückseligkeit mich selbst annehmen und erfahrbar machte, dieser Kontakt mit Gott und das, was von Gott kommt. Und damit gibt es nur eine Zustimmung, dass das Ende der Zeitlinie, das Ende des Traumes in Wirklichkeit schon passiert ist. Und das hat natürlich niemand verstanden vor 2000 Jahren. Das, was er demonstrierte, selbst als eine körperliche Auferstehung, in Wirklichkeit eine Demonstration für alle Zeit war, für jetzt nach 2000 Jahren oder nach 5000 Jahren, um aufzuzeigen, hey, du kannst mich nicht wirklich berühren, weil ich bin noch nicht bei meinem Vater, aber es ist in Wirklichkeit schon alles Licht. Das, was du siehst, kannst du buchstäblich durchblicken, durchgreifen. Du kannst es gar nicht berühren mehr, weil es in Wirklichkeit gar nicht mehr da ist. Also über diese Aspekte der Auferstehung, die in Wirklichkeit nichts anderes sind als die Lehre der Geburt des Jesu-Kindleins, weil Geburt und Auferstehung in Wirklichkeit dasselbe sind, ne? Oder du sagst, okay, hier ist mein Neusein, hier habe ich einen neuen Gedanken, den ich erkenne. Und hier habe ich jetzt die Gesamtheit der Erkenntnis und der Erfahrung als eine körperliche Auferstehung und erkenne, dass eigentlich das, was ich als körperlich gehalten habe, als eine Welt, in Wirklichkeit gar nicht da ist. Es ist bereits zurück im Himmel. Und somit kann sich das von Moment zu Moment abwechseln und abwechselnd erfahrbar werden. Aber in Wirklichkeit ist es ein und dasselbe. Die Geburt Jesu Christi ist in Wirklichkeit dieselbe Botschaft wie seine Auferstehung. Und wir geben jetzt eigentlich davon Zeugnis ab, dass dies in uns selbst und uns selbst geschieht. Und dass wir in dem Sinne diese Träger, diese Botschafter, das, was eigentlich Gott uns wirklich gegeben hat, sind.
Und da können wir gar nicht anders umhin, als jedes Wahrnehmungsbild, jeden Trauminhalt dem zu widmen, damit es sich in seiner Gnade buchstäblich, in seinem Licht, in der Auflösung uns präsentiert und zeigt. Und zuerst in der Transformation wird es halt so wahrgenommen, dass sich Dinge ganz schnell ändern. Oh, das ist so wirklich geglaubt und schon ist es anders. Ne? Egal auf welcher Ebene, ob das jetzt dann körperlich, mental, emotional, auf was immer für einer Wahrnehmungsebene sich beruht. Dinge, Ideen verändern sich ganz, ganz schnell, weil sie letztendlich sich eröffnen und hingehen auf den einen Schöpfungsgedanken selbst. Das ist der Gedanke, den wir als ein Geist von Gott bekommen haben. Und das ist der einzige Gedanke, der einzig wahr ist. Und natürlich, ob mit meiner Zustimmung und Erkenntnis oder nicht, trotzdem wahr bleiben wird. Und das ist, Ewigkeit ist nicht eine lange Zeit, ne, sondern es ist wirklich die Erkenntnis der Zeitlosigkeit im gegenwärtigen Moment. So, wo immer du jetzt da einhaken möchtest, fühl dich frei und lass uns hier gerne in einem Gespräch das weiter eröffnen und mit praktischen Beispielen belegen. Willkommen. Ja, und so lässt er es auch ausklingen in dem Absatz dann, denn alle, denen wir vergeben, werden wir nicht versäumen, als Teil von Gott selbst wiederzuerkennen. Und also wird denn die Erinnerung an ihn, an Gott, zurückgegeben, vollständig und vollendet. Es ist unsere Funktion, uns auf Erden an ihn zu erinnern. Ja, es fällt mir nicht leicht, was ich jetzt sage. Aber es hat ja nie stattgefunden. Von daher, diese Welt existiert ja gar nicht. Ich hatte jetzt vor Weihnachten die Erfahrung machen dürfen, dass mein Partner einen Herzinfarkt hatte. Und es kam mir alles so vor, als wenn irgendwie alles, was so passiert ist, so geplant, es war irgendwie alles so geplant, ja. Er geht zum Arzt, der Notfall, ruft er mich an, er ist jetzt im Notfallauto, ja, und dann im Krankenhaus und dies und das, ja. Und man denkt dann natürlich, oder ich denke dann gleich, Tod und Teufel, ja, was passiert? Also so das volle Programm.
Also Ängste, alles kam so, kommt so hoch. Und trotzdem, ja. Und trotzdem ist da was zuschaut und alles als einen Film wahrnimmt, ja. Und alles wird gut, ja. Es ist sowieso, es ist ja gar nicht wahr, alles, ja. Und also es war und ist schon, das war jetzt, ja, das war jetzt gut. Alles, was ich je gelernt habe, konnte ich jetzt gucken, ob da was greift oder nicht, ja. Also er lebt noch und hat dann auch einen Stent gekriegt in, ja, in einer guten Herzklinik, wo er unbedingt hin wollte. Ja, und ich sehe bei ihm genau, was noch besser sein könnte, ja. Zur Ruhe im Geist zu kommen, ja, es ist, man kann ja gar nichts machen, ja. Man muss ja einfach nur zur Ruhe kommen und es geschieht alles, wie es sein soll, ja. Und das dann wirklich auch in mir zuzulassen. Also ich bin ganz stolz auf mich, muss ich ehrlich sagen, dass ich das alles bis jetzt so, ja, es sind dann wieder Ängste und dann kribbelt es in mir, ja, aber dann ist auch wieder, ja, es ist alles gut, ja. Es passiert das, was passiert und es ist ja alles nicht wahr, ne? Also ist schon spannend, ja. Ich bin mal gespannt, wie ich weiter damit umgehen kann jetzt. Ja, danke, Gabriela, das zu teilen. Und sicher sind da diese Aspekte, in denen du bereits auch die Früchte deiner Geistesschulung erkennst, ne? Dass diese Identifikation, was mit Körpern passiert, nicht mehr so stark ist, ne? Und dann sind sicher Grundgefühle da, weil das natürlich auch aus der Idee des Sich-Beziehens kommt, ne? Und in dem Moment, wo ich mich mit jemandem oder mit etwas beziehe, bringe ich ja meine Bedeutungen mit, bringe ich ja das mit, was ich noch vergeben darf, was ich mir noch anschauen darf, was ich in mir noch befreien darf, ne? Und das ist ja das Ja, dass die Gesamtheit der Heilung stattfinden darf, ne? Und sicher kann ich ganz auch von oben kommen und erstmal mir eine Antwort geben, was der Wahrheit entspricht, dass nichts von dem jemals geschehen ist. Aber in Wirklichkeit, wenn ich mir anschaue, was in dem Moment meine Erfahrung ist mit dieser Idee, dann passiert es ja in dem Moment, dann ist es sehr wohl passiert. Und weil ich glaube, dass es passiert ist, weil ich ja die Beweisführung in meinem Geist wahrnehme von dessen, wie ich es gehalten habe, dass es passiert ist, ne? So alle Wahrnehmungsbilder, die dem folgen, einschließlich die Wahrnehmungsbilder seiner Heilung, sind das Resultat dessen, weil ich glaube, dass es passiert ist und nicht, weil ich weiß, dass es nicht passiert ist. So offensichtlich wird mir hier etwas angeboten, um so einzutreten in eine Erfahrung, das für mich so ruhen und in Frieden lassen zu können, dass ich sehr wohl darin vollkommen aufstehe und ohne Angst irgendetwas damit machen muss oder davonrennen muss, sondern ich kann darin stehen bleiben, ja, aber ich gehe auch her und es wird mir da auch angeboten, okay, welche Rolle möchte denn Jesus, dass ich darin erfülle, ne? Und dieses Gespräch mit ihm wird er mir zeigen, dass ich hier sehr wohl mit dieser Erkenntnis aus meiner eigenen Neugeburt auch eine Funktion zum Ausdruck bringen soll, in der ich vollkommen menschlich werde, ne? Indem ich als ganz Mensch stehen bleibe und mich als ganz Mensch präsentiere.
Das heißt, ich gehe in die Küche und wenn er zurück ist oder wie auch immer, und koche ihm ein Süppchen. Ich werde all das tun, was der Körper anscheinend bedarf, ne? Wenn das als solches erlaubt wird und gewünscht ist, ne? Aber dieses ganz Menschwerden, was wir eigentlich so als Gewohnheit gemacht haben ein Leben lang oder geglaubt haben, ja, das muss ich ja so machen, weil es ja sowieso der Tradition so entspricht oder weil es meine Rolle ist in der Familie oder als Partnerin oder was immer, ne? Sondern das neu zu erleben, dass das wirklich etwas von Moment zu Moment ist und dass Interaktion des sogenannten Unterstützens, Helfens, am Weg Begleiter zu sein, hier auch etwas Neues in Erfahrung gebracht wird, nämlich auch eine Neueröffnung der Liebe, die von dieser zwischenmenschlichen Partnerschaftsliebe zu einer Erneuerung der Liebe in Christus wird. Und dass da eine Energie da ist, die eine bestimmte Attraktion dann auch hat für euch beide und hiermit eigentlich der Kurs gelehrt wird und gelebt wird. Und was da passieren kann, ist natürlich nicht vorhersehbar, weil da öffnen sich vollkommen neue Türen und neue Perspektiven, weil hier etwas gelebt wird, was sozusagen mit der Extrameile über Vorstellungen hinausgeht, die erstmals oft nur mit der reinsten Dankbarkeit reflektiert werden, ne, auf beiden Seiten. Und so denke ich, ist der Ansatz, okay, es ist zwar in Wirklichkeit nicht passiert, aber es ist mir passiert und in meinem Geist passiert es und es passiert gerade jetzt. Okay, offensichtlich brauche ich Hilfe. Führe mich und zeige mir, führe mich an. Ja, da geht es ja in diesen letzten Lektionen sehr viel darum. Führe mich an in diesen mich dir hinwenden, Christus, in deiner Führung zu folgen, mit dir zu gehen, um letztendlich in dir zu sein. Ja? Genau in dem Bild, in dem ich das mir gegeben wird. Ne? So, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben und auch Raum da, um zu sehen, was da alles rauskommen kann, wenn wir tatsächlich das so anwenden und beginnen so zu leben. Sagt dir das, kannst du damit was anfangen? Ja, das, also ich fühle das so, das ist so ein riesiger Raum, der ist unendlich, ja. Also da sind alle Möglichkeiten da. Ich führen lassen, ja. Was mir angeboten wird, mich hingeben. Ja. Ja, und halt das im Moment zu halten, ne? Im Moment, okay, ich weiß nicht wirklich im Moment, wie ich damit umgehen soll. Ich weiß nicht wirklich im Moment, was es zu tun gibt. Zeige es mir, ne? Und das wird sowieso ein bestimmtes Gefühl, das dann keine Verbindung mehr hat mit der Vergangenheit und etwas ganz Frisches, etwas Neues ist. In dem Sinne ein neuer Ausdruck unserer Liebe ist. Hallo, Christian. Und das ist, worum es eigentlich hier geht, was wir auch eingangs miteinander geteilt haben. In dieser Perspektive, lass uns gemeinsam diesem Weg folgen. Ne? Das ist nicht ein Weg, den ich schon als beschrieben und konzeptionell, ja, weiß ich eh schon, obwohl ich ihn natürlich schon gelebt habe, ansatzweise auch, aber ich erlaube, dass dieser Weg sich neu zeigt in mir. Durch diese Führung mit ihm. Ich lasse es in dem Sinne jeden Moment neu sein. Und in diesem Neusein und dies zu leben, wie sich eigentlich, das heißt, alles, was ich hier als Mensch auf der Zeitlinie mache, spüre ich dann selbst, ist etwas, was mich absolut freudig macht. Da ist kein Opfern oder Aufopfern darin,
Das ist, da finde ich meine Glückseligkeit, egal was ich mache. Ne? Oh, jetzt muss ich doppelt so viel arbeiten im Haus, weil er es nicht kann. Und ich merke, da tut sich so richtig eine Freude auf, dass ich in dem Moment genau das mache, was ich mache. Das ist ein gutes Symptom, ein gutes Zeichen, dass du das so im Moment lebst, dass es dir im Moment geführt, gezeigt wird und du es als solches annimmst und umsetzt. Und da ist natürlich auch kein Platz davon. Was ihm da jetzt geschehen ist und dieses Herumrumoren im Geist, ne? Sondern das ist genau das ist, was es jetzt ist und das ist die beste Gelegenheit für mich, hier meinen Kontakt mit Christus neu zu erneuern und neu zu leben. Spannend, ja. Wow. Ja. Danke. Ja, danke dir. Und was hier noch wesentlich als Erkenntnis reinkommt, ist, oh mein Gott, es ist eine wahre Geschichte, eine wahre Sache, dass ich all meine Beziehungen mit mir selbst, wie ich sie nach wie vor wahrnehme, erneuern lassen kann. Ja? Es ist wie, wenn sich zwei nach einer längeren Zeit durch so einen Moment, erkennen, dass und sich auch ein neues Versprechen abgeben, ne, das machen sie hier in Amerika sowieso regelmäßig, ne, das ist die Erneuerung von der Hochzeit oder dieser Verbindung, ne, und dass sie eigentlich sehen können, dass weil ja auch im anderen eine Neugeburt und ein Neusein passiert. Für ihn in dem Fall, wie du es geteilt hast, Gabriele, ist es halt genau das, was ihm jetzt anscheinend passiert, ne? Aber da kommt ja auch ein neues Selbst heraus, ne? Und dass diese Verbindung mit dem neuen Selbst jetzt anerkannt wird und auch nicht gescheut wird, das aufzuzeigen, ne? Das ist, wir haben unseren Bund mit ihm, sagt man dazu, erneuert. Ne? In Wirklichkeit versucht man das in jedem Zusammenkommen, jeder, das ist wirklich, was der Gottesdienst ist. Ne? In jedem Gottesdienst wird eigentlich versucht, dieser Bund mit Gott als erneuert, als vollkommen frisch und neu in Erkenntnis zu bringen. Und natürlich bedarf das meine Bereitwilligkeit, das anzuerkennen, was mir der heilige Moment gebracht hat. Ein Moment der kompletten, totalen Verbindung im Licht, in der sich Zeit auflöste, in der all das, was noch an Wahrnehmungsbild zurückblieb, als vollkommen bedeutungslos. Da beginnen wir jetzt wieder die ersten Lektionen. Etwas, was bedeutungslos ist, ist wirklich nichts. Und so werden diese letzten Bilder dann in ihrer Bedeutungslosigkeit anerkannt. Aber wir haben durch diese Erneuerung des Bundes das, was immer dahinter auf uns wartete, wiedererkannt und wieder anerkannt. Das Licht Gottes selbst, das immer da ist. Und das eigentlich in Beziehungen zu leben, macht die Beziehung erst heilig.
Das ist, was Heiligkeit ist. Ich erkenne an, dass das, was nicht austauschbar, nicht veränderbar ist, dass es, dass dies meine Wirklichkeit ist. Ich kenne dieses schöpferische Licht als meine Existenz großgeschrieben an. Und ich existiere nur darin und durch dieses Licht Gottes. Ich möchte gerne noch was teilen von der letzten Woche, von der Session, wo ich doch so dieser Schmerz so rausbrach aus mir. Und ich habe die ganze letzte Woche, also auch wie schon lange, aber noch mal eben so durch dieses Ansprechen immer wieder so mich gedreht, um was ist die Lektion? Das hast du mir auch. Habe ich das verstanden, was du mich da gelehrt hast oder was durch dich gesprochen hat? Und ich war so bereit, ich möchte es wissen, ich weiß es nicht, sag's mir. Und heute früh habe ich, als ich draußen war, unterwegs zu meiner Morgenroutine in den Park, bin ich so auf so einem Geländer balanciert und habe mir dein Gespräch mit Doro, was ihr beide an Weihnachten angeboten habt, habe ich das gehört, hatte ich das auf den Öhrchen und dann hast du gesagt, kann ich meinen Krebs lieben? Kannst du ihn lieben? Ist das ein Teil von dir? Oder und bei mir war es, kann ich diesen Schmerz lieben? Und in dem Moment ist für mich wirklich ein Wunder passiert, weil es ist einfach. Ich bin wie in so einen ganz großen, weiten Raum gekippt. Und ich weiß noch nicht, was es ist, aber es ist, ich bin ganz berührt, weil die Schmerzen wie, also sie, es wird, ist es besser? Ich spüre sie so nicht, weil ich bin wirklich nicht weil, sondern ich bin mit der Liebe beschäftigt. Also das ist ein großes Geschenk. Das ist echt ein Wunder. Ja, danke für deine Bezeugung, dass das Wunder der Liebe nach wie vor funktioniert. Ne? Funktioniert. Es funktioniert echt. Das, was dann als Problem bezeichnet wird, ist ja nur, ich hatte mal einen Lehrer auch zu Beginn, als ich in den Kurs eintrat, und der hat das immer so. Hector war sein Name, der hat das immer so geheilt. Das einzige Problem, was der menschliche Geist hat, er versucht sich daraus zu erholen. Ne? Das heißt, er ist in der Liebe und dann erholt er sich wieder und geht wieder zurück
in seine begrenzten Wahrnehmungen und dann tritt das Problem anscheinend wieder auf, ne? Und das ist vielleicht auch so die Ausrichtung, ne? Im Geist, das wirklich so hören zu können, auch vom Lehrer Jesus selbst, ne? Mich nicht zu versuchen, aus der Liebe zu erholen. Ne? Das heißt, die Liebe hat mich und ich erfahre die Liebe und ich bin in Liebe und ich brauche mich nicht mehr daraus zu erholen, ne? Um wieder normal Mensch zu sein und funktionsfähig zu sein in Raum und Zeit. Aber stell dir mal vor, dass die gesamte Menschheit sich nicht von der Liebe erholen könnte und wirklich in Liebe sein würde. Das wäre natürlich erstmals, es gäbe keine Systeme, alles wäre totales Chaos als auf der Systemebene. Aber wir würden ständig lachen und in Frieden sein und glücklich sein. Ne? Und wir würden so im Moment uns einander treffen, dass, und das ist auch so meine Bezeugung, wenn ich so zu größeren Festivals eingeladen werde. Und ich lasse mich da auch überraschen. Ich dachte eigentlich nicht, dass es in Bad Meinberg auch so wäre, aber es war so. Ich hatte schon die Erfahrung und ich habe sie geteilt auf der Aleph auch von Mexiko, von dem Festival, wo sich keine Gruppierungen bildeten, sondern wirklich jeder wie im Chaos miteinander kommunizierte und man konnte es kaum sein eigenes Wort hören in den Pausen, aber es war so viel Liebe und so viel Freude im Ausdruck. Es ist unvorstellbar eigentlich, ne? Und so war es auch in Bad Meinberg, ne, zum größten Teil. Und das ist, wenn der freie Geist zusammenkommt und nicht mehr diesen Filter, in der diese vergangenen Ideen mitgenommen wird, so gut wie möglich halt nicht benutzt, ne, nicht zurückgeht und ihn anwendet, ne, dass sicher bestimmte Anteile dieses Filters nach wie vor da sind, aber das wird buchstäblich absorbiert in der Größe der Freude und des Lichts, das miteinander geteilt wird. Ne? Und so ist es dann auch, wenn wir, weil diese Vorstellung des vollkommenen Freiseins und im Liebeseins kennen wir natürlich. Ne? Und es ist etwas, was wir zugelassen haben, was sich in uns aufgetan hat und jetzt eben durch uns auch geteilt werden will. Ne? Und das sind dann solche Situationen, wie du sie auch beschrieben hast, Helene, in der wir sehen, okay, jetzt bin ich wieder bereit dazu, ne? Und ich erlaube das für mich wieder. Ne? Und der nächste Schritt ist natürlich auch, ich will da weitergehen und das selbst ausdehnen und größer werden lassen. Ne? Es gibt nie ein Ende zur wahren Erfahrung der Liebe selbst von Gottes Liebe. Ne? Sie wird immer in einer größeren Version sich unserem Geist eröffnen und zeigen. Ne? Weil ja der Geist zuerst immer hergeht und sofort ein Täfelchen dem umhängt. Ne? Und das ist jetzt meine tolle freie Liebe vom Festival XY. Ne? Aber das, wo wir jetzt drinnen stehen, das ist bereits die neue Version. Ne? Das ist bereits die größere Version, die angeboten wird. Sieht vielleicht nicht so aus, wir sind nur diese paar Hanseln hier in diesem virtuellen Raum, aber es ist in der Tat die größere Version. Und in Wirklichkeit, wenn wir hineinblicken in die Tiefe unseres Herzens, unserer Seele, sehen wir auch, dass es so ist. Dass nichts, was in der Vergangenheit wahrgenommen wurde, wirklich dem gleichkommt, was im jetzigen, im gegenwärtigen Moment als diese Liebe, dieser Frieden, diese Stille erfahren wird und erkannt wird. Und das geht dann so weit, dass wir nicht einmal mehr fähig werden, eine Bezeugung abzulegen im Ausdruck von dem, was passiert ist, was großartig war oder was das bereits in der Vergangenheit reflektierte. Wir werden nicht einmal fähig sein,
das zu beschreiben, weil im Geist, im Bewusstsein es sofort erkannt wird, dass jede Beschreibung es nicht wirklich trifft. Und jede Beschreibung, jeder Ausdruck trotzdem nur ein Versuch ist, es zu bezeugen, es zu bekräftigen. Der Versuch ist der Deklaration, das erkenne ich als meine Wahrheit an. Aber die Wahrheit liegt trotzdem weit jenseits von meinen Bezeugungen und Deklarationen. Und trotzdem sind wir dankbar für die Bezeugungen, nicht wahr? Ich bin dankbar für dich, dass du das jetzt so für uns alle erklärt, deklariert hast. Und trotzdem wollen wir diese Bezeugung verwenden, um in das Neue jetzt einzutreten und uns das Neusein bewusst zu machen. Ja, also die Sessions mit Domo, mit dir, die da waren, die hat mich auch sehr berührt und sogar sehr in die Tiefe gebracht, weil auch ich, du hast gesagt, die Krankheit, wo hat die Krankheit für dich einen Nutzen oder so ähnlich? Und ich habe gemerkt, ja, ich benutze die Krankheit, um dass ich das nicht machen muss oder so. Und das habe ich, ich war ganz erschrocken. Mein Gott, warum benutze ich die Krankheit, um eine andere Erfahrung zu machen? Und ich habe sie mir vergeben, gesagt, Jesus vergibt. Ich vergib mir selbst und habe sie auf den Altar Gottes gelegt. Und Heiliger Geist, heile du diese Situation für mich. Und war total erleichtert danach und habe es auch anders gesehen wie vorher. Ja, Ja. danke. Danke, Elfriede. Schau, das, was als Krankheit bezeichnet wird, ist ja in Wirklichkeit nichts anderes als Bedeutungen eines Wahrnehmungsbildes oder mehrere Wahrnehmungsbilder. Und diese Bedeutungen stehen für etwas im Geist. Und das ist, was wir hier in der Erforschung unserer Gedanken herausfinden, dass diese Bedeutungen dieser Wahrnehmungsbilder für etwas stehen, was wir in Wirklichkeit nicht sind und was uns in Wirklichkeit nicht gegeben wurde. So, sie stehen für etwas, was ich in meinem eigenen Geist erfunden habe, was ich in dem Sinne, wie es im Kurs dann steht, als eine Projektion auf den Bruder und das bin ja auch ich selbst, auf mich selbst projiziert wurde, was aber nicht von meiner Quelle, von Gottes Geist kommt, was von mir selbst gemacht wurde. Ein Machwerk, eine Halluzination. Und wozu nutze ich jetzt solche Gedanken, solche Bilder, solche Bedeutungen? Da mag es durchaus verschiedene Schichten geben, die erforscht werden wollen. Weil es ja auch Bilder sind, die diese verschiedensten Ängste
instand halten wollen. Aber hinter allen Bildern und Bedeutungen der Angst steht der einzige Nutzen, mich getrennt von Gott zu definieren und zu halten. Und das ist der einzige Nutzen, den das menschliche Bewusstsein seit Beginn der Zeit versucht hat zu vertreten, zu verteidigen, aufrechtzuerhalten. Weil Zeit hat erst begonnen, als die Trennung akzeptiert und gesucht wurde und gemacht wurde im Geist. Gott hat nicht die Trennung gemacht. So ab dem Zeitpunkt gab es auch Zeit und einen zeitlichen Verlauf. Und aus diesem Grunde bedarf es dieses rigorose Anerkennen, meine rigorose Ehrlichkeit, was als ein Erbe im menschlichen Geist nach wie vor am Werke ist, sonst wäre ich ja überhaupt nicht da, du könntest mich nicht einmal sehen in einer Form. Und dass ich dieses Erbe einfach jetzt durch dieses neue Angebot von ihm, das ist Christus Jesus selbst, dass ich bereit bin, dieses Erbe auswechseln zu lassen, austauschen zu lassen, dass ich dieses Erbe loslasse, aufgebe. Es ist wie ein Familienerbe. Du erbst etwas und es ist absolut in deinen Händen, ob du es behalten möchtest oder was du damit machen möchtest. Ich habe mal vor vielen Jahren ein kleines Waldgrundstück geerbt und das Einzige, was sofortig in meinem Geist kam, in dieser Verbindung mit ihm war, es loszuwerden. Ich habe es dann eingetauscht über ein paar Jahre kleine Bezahlungen, die mir geholfen haben, dass ich hier in der Wisconsin Akademie bleiben konnte. Aber ich hatte ein ganz starkes Gefühl, dieses Erbe möchte ich weder behalten, noch vertreten, noch für mich weiter haben. Und so ist es mit diesem Erbe, dass diesen Trennungsgedanken, wozu der menschliche Geist es benutzen muss, genauso gehandhabt werden. Dieses Erbe, das für die Trennung von Gott steht, muss erkannt werden, muss in jeder kleinsten Situation oder was immer für eine Herausforderung, weil ganz besonders körperliche Symptome sind ja Herausforderungen, wirklich wohin zu blicken, sich etwas anzusehen, sagen wir dazu. Und zuzulassen, dass hier bereits ein Austausch dieses alten Erbes der Trennung vor sich geht und dass ich dies jetzt wieder neu anerkenne. Und das ist dann halt okay, es kann nur ein Erbe sein, was ich von Gott erhalten habe. Und dieses Erbe, was ich von Gott erhalten habe, hat nichts mehr irgendetwas mit meinem begrenzten Selbst oder mit einer Welt zu tun, ja? Weil es die Ewigkeit, weil es das repräsentiert, was gar nicht körperlich geworden ist, ja? Und auch nicht körperlich werden kann. Und da gehen wir sozusagen zurück zu dieser Erinnerung. Ja, das war mir nie so bewusst. Erst durch den Satz ist mir das bewusst geworden. Ich brauche sie ja gar nicht. Ich Ja. will sie auch gar nicht. Ich brauche sie nicht. Ja. Ja, es ist ein tolles Thema und ein sehr breit gefächertes Thema auch, ne? Das kann man auch von den verschiedensten Blickwinkeln und Perspektiven angehen und erforschen. Aber es ist aus meinem Verständnis heraus etwas ganz Essentielles, dass ich mir das ansehe, ganz ehrlich mit mir selbst bin und den Heiligen Geist wirklich dazu einlade, mir zu helfen. Ich brauche Hilfe dabei, dass ich das immer anerkenne
und dann das zulasse, was er mir zeigt und wo er mich führt. Weil er wird mich nur zur Wahrheit führen. Das heißt, zur vollständigen Auflösung all meiner begrenzten Gedanken. Die Wahrheit ist nicht ein anderer begrenzter Gedanke. Die Wahrheit ist, was sich eröffnet, wenn alle begrenzten Gedanken ihm übergeben werden, der Aufhebung übergeben werden. Und dazu können wir nur sagen, Amen. Danke, Vater. Danke, Jesus. Na gut, ihr Lieben, wir treffen uns wieder wahrscheinlich, wenn Gott so will, gleich in einem neuen Jahr. Und ich habe noch einen Song für euch. Habt einen wunderbaren Rutsch ins neue Jahr mit all den guten Vorsätzen, wie sich diese Klarheit in der Kommunikation mit Gottes Geist für uns eröffnen darf und ja auch klarer erkennbar wird, was er wirklich für uns vorhat, was er uns gegeben hat und woran er uns im gegenwärtigen Moment jederzeit erinnern will, dass ich mich erinnern kann. Danke, ihr Lieben, danke. Ja, danke, Hans. Ja, bis dahin. Nein. Tschüss. Tschüss.